Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Skyblock. Ja, wir spielen hier weiter. Ich habe ein bisschen etwas gemacht. Ich weiß gar nicht. Achso, also erstmal, ich habe hier was drüber gebaut, dass man da nicht mehr reinfallen kann. Und auch wenn man den Stein abbaut, dann braucht es ja eine Zeit, bis er wieder respawnt. Dann, wenn ich auch so reinfalle und dann ist dann neben, also da ist jetzt da die Lava drin, und wenn ich das so neben rein, dann kann ich auch nicht mehr verbrennen. Ich habe hier ein bisschen was zusammengefarmt, aber sonst habe ich nichts groß gemacht. Der Baum ist nachgewachsen, ich weiß gar nicht, ob der wachsen kann hier mit dem Cobblestone. Daneben, aber mir fällt gerade ein, ich muss mir was weglegen. Also erstmal den. So, dann farme ich mir aber noch ganz kurz den 64er zusammen. Dann kann ich euch gleich mal zeigen hier, dass ich da nicht reinfallen kann. Seht ihr? Jetzt gehen wir erstmal schrubben. Ja, ich wollte über irgendwas reden. Ich habe es nur vergessen. Ja, top vorbereitet. Naja, eigentlich hatte ich mich sogar vorbereitet. Aber jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Achso, also erstmal, ich habe eine witzige Wette sozusagen an euch. Und, ja, das hat sich so angehört, als kommt da noch was, aber da kommt nichts mehr. Also, die Wette ist, ja, ich hatte ja schon mal beim Leon in einem Video erzählt über diese Edeka-Werbung da, super geil und so, ne? Ja, super geiler Cobblestone-Farm, ne? So, ja, sowas, ne? Und, ich bin gerade leicht verwirrt, das war doch da. Ja, toll, ich muss jetzt zu Blöcke, Entschuldigung. Jetzt habe ich nicht auf die Uhr geguckt. Sagen wir noch 9 Minuten einfach. Ja, das sind Blöcke. Ja, über was wollte ich jetzt nochmal reden? Ja, nee, ich bin, sorry, ich habe gerade total den Faden verloren. Also, als 100 Abonnenten-Special sollten wir die 100, also ich, die anderen, ja, bei den anderen, dann, ja, also ich allein, jetzt nicht Leon, der wird es wahrscheinlich vor mir machen. Sollten wir dieses Jahr noch die 100 Abonnenten schaffen, gehe ich wirklich durch den Edeka und sag zu jedem Produkt so, oh, sehr, sehr geile Fritten oder sehr, sehr geile Cornflakes. Ja, ganz ehrlich, es war unwahrscheinlich, dass man das, dass wir das schaffen, oder vielleicht auch wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich denke mal schon, das braucht seine Zeit. Aber sollten wir dieses Jahr das noch schaffen, dann mache ich das wirklich. Ich bin jetzt auch keiner, der sowas abbricht. Ich habe hier schon Toiletten abgeleckt. Nein. Oh Gott, Toiletten abgeleckt. Hilfe. Nee, da gab es mal so eine Story bei Wahrheit oder Pflicht, die war nicht so ganz, ich sage jetzt mal rein. Oh Gott, die muss ich euch auch noch erzählen. Aber heute will ich euch erstmal über... ich war ja letzt Skifahren und da will ich euch ein bisschen drüber erzählen, über mein Skifahren und so, ne? Ich weiß da nicht, was mir das jetzt bringt. Aber ich nehme den Kürbis einfach mal mit. Und... auch die Kartoffel. Auch erstmal eine Kartoffel. Damit kann ich hier nichts anfangen. Nee, warte, ich brauch Sand. Ja, aber heute will ich auf jeden Fall erstmal, ja, über das Skifahren. Ne, ich war ja letztes Skifahren und, so, ja, aber wo ich das erste Mal wirklich Ski gefahren bin, ach Gott, das war echt zum Schießen. Nach ein paar Tagen kann ich sagen, ich kann es schon gut, ne? Ja, aber am Anfang, ach Gott, Alter, ein Freund von mir hat sogar den Skilehrer umgefahren, den wir hatten.
Okay. Nein, also, so. Ja, also ich muss mich gerade wegen dem kaufen. Wenn wir gleich wieder an der Cobblestone Farm sitzen oder was bauen, dann kann ich mich da auch jetzt besser konzentrieren. Ja. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Aber ja, das erste Mal Sessel fahren, das war auch eine Katastrophe für mich. Ja, ich komme so mit dem Sessellift. Ja, da setzt man ja die Skier immer so auf dem Schnee schon auf und lässt sich dann rollen. Ja, also ich setze so die Skier auf den, ich setze, also. Scheiße! Ja, ich setze so die Skier auf dem Schnee auf und, ja, der Sessellift fährt schön weiter. Ich lasse mich noch ein bisschen rollen und dann gehe ich so los. Aber irgendwie habe ich dann irgendwie meine Stöcke oder was weiß ich, was ich da gemacht habe. Haben die irgendwie so komisch, ich bin nicht fortgekommen, ja? Und dann schön, dann habe ich mich irgendwie so total komisch auf die Skier gesetzt. Und also nicht richtig gesetzt, das habt ihr sicher schon mal gesehen, wenn sie so in die Hocke gehen halt, aber so richtig in die Hocke, so richtig in die Kniekehlen, ne? Ja, habe ich mich doch so richtig schön hingesetzt und dann erwischt mich noch der Sessellift von hinten. Ja, der Sessellift war nicht mal zu die ganze Zeit, der hat sich nicht eingehakt. Ja. Ach, Hilfe. Das war schon ziemlich chaotisch. Aber sonst, ich kann richtig schön Skifahren. Das erste, wo ich das erste Mal so richtig eine steilere Route gefahren bin, das war eine Katastrophe. Ich habe die Kurve genommen und klatsch, richtig seitlich schön runter. Ja, wehgetan hat es jetzt nicht. Ja, bei einer weißen Strecke, da bin ich mal richtig hart hingeflogen. Ja, so richtig auf dem Rücken, Alter, das hat man richtig klatschen hören, wie einer, wenn einer vom Hochhaus springt. Ja, und dann schön so auf dem Erdboden, ja, klatsch, ist halt ein bisschen zerfetzt, ne, so richtig klatsch, und wie, kennt ihr dieses eine komische Video, wo der eine so auf eine Eisfläche springt und den seinen Rücken so richtig bäm macht, ja, meine Ski hat's dann 6 Meter weiter gefetzt, ja, und, also ich war da gerade mit 2 Freunden, war ich halt Weiße fahren und ganz kurz ja, und dann fahren wir da halt so schön schnell runter und nein, ich Idiot. Ich muss es anders machen. Ja, meine Freunde waren dann eiskalt weiter, also ja, waren dann halt unten zu dem komischen Lift und ja, Ende der Geschichte. Ich hab grad gefurzt. So, schon wieder. Ich hoffe, das hört jetzt keiner von euch. Hilfe. Ich hab Blähung. Wenn ihr fragt, was ich gerade mache mit dem Sand, habt ihr ja eben gesehen, dass der halt runterfällt, ne? Und zwar mache ich jetzt das. Boah, Hilfe, Lex. Ja. Ja, meine Freunde eiskalt weiter. Kennt man ja von denen. Verdammt, das ging doch so! Oh. Aber irgendwas anderes konnte man nur bei Sand anpflanzen. Was war das denn jetzt? Achso, der Kaktus. Wofür brauche ich einen Kaktus? Sag mal, wächst der eigentlich von alleine? Ich weiß es gar nicht. Braucht der Wasser? Nee, ein Kaktus braucht von Natur aus kein Wasser. Das ist doch logisch. Ich nehme einfach hier so. Aber wächst es? Ich habe in Erinnerung, dass es immer auf Sand steht.
Naja, Kartoffel. Ja, aber das pflanzt man aber dahin, aber da brauche ich wieder diese komische Hacke. Ups. Das war jetzt nicht direkt die Kartoffel. Das war die Kartoffel. Und unser Getreide ist fertig. Ja, Sushi war noch jetzt alles gesagt, ey. Ich könnte aber auch das Wasser hinfließen, aber ich glaube, das hier funktioniert nicht. Ja, ich baue jetzt erstmal den Baum wieder ab. Für Holz. Oh, das war's jetzt auch gleich wieder mit dieser Folge. Über meine ersten Skierlebnisse, die ersten Schritte auf den Skiern. Wieder sensationelle Geschichte. Fürs nächste Mal überlege ich mir wieder was anderes. Irgendeinen anderen Müll, den eh keiner hören will. Was macht eigentlich ein Kürbis? Hä, wie vermehren sich Kürbisse? Ach so, mit Kürbiskern. Ja, ja, ist ja logisch, ne? Geht das irgendwie? Ne. Durch die Kürbisse rein. Ich weiß jetzt nicht, warum ich die geholt habe. Aber eigentlich kann ich das machen. Und... Hä? Ich hatte eben nur einen Samen. Ja, das Weizen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei diesem dummen Gelaber. Au, das tut ja weh. Und da ist noch ein Busch. Das geht wahrscheinlich hin, das kann eh nicht wachsen, weil es zu nah dran ist. Aber trotzdem. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein. Die Wette mit dem Edeka gilt. Ihr habt noch ungefähr, ich sehe mal nach, 9 Monate Zeit ungefähr. So, macht was draus. Ich würde sagen, tschüss.